Diese 300 Kilo schwere Frau wackelt mit ihrem fetten Arsch und versucht die Aufmerksamkeit von der Männerwelt auf sich zu ziehen. Sie sieht eine Gruppe von Bauarbeitern und zeigt sich von ihrer besten Seite, aber sie beginnt Selbstmord. Dann rollt sie zu den Feuerwehrmännern und klaut aus Spaß einen Helm von ihnen. Doch zu ihrer Überraschung schießen sie Wasser auf sie. Während sie sich wie ein nasser Pudel schüttelt, bekommen die Leute Brechreiz. Ihr Vater sagt, dass sie mal mit Martin ausgehen soll, aber er ist nicht ihr Typ. Eines Tages schenkt sie einem Kunden Kaffee ein und verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Um sein Herz zu erobern, geht sie zu Hitch, dem Date-Doktor, der schon Paare wie 50 Cent und Kobe zusammengebracht hat. Beim Küsstest bemerkt er, dass sie Mundgeruch des Todes hat. Deswegen gibt er ihren Mentos und holt einen knusprigen Chicken Wing heraus, der sich zwischen ihren Zehen verfangen hat. Aber Julia weiß nicht, wie man küsst und leckt sein ganzes Gesicht ab. Im Anschluss pinnt der Date-Doktor sie in einer Tuning-Werkstatt auf. Als erstes werden ihre Fußnägel mit einer Kreissäge geschnitten, die dicker sind als ein Telefonbuch. Dann bestreichen sie ihren flauschigen Rücken mit Wachsöl wie Nutella auf Toast, bevor sie alle Haare abreißen. Zu guter Letzt bohren sie Löcher in ihren Körper und saugen jedes Gramm Mayonnaise aus ihrem Hintern. Jetzt sieht sie aus wie eine heiße Stute.